Ich habe Arbeit für dich. Wenn diese Wachen aus Weißlauf einen Drachen besiegen können, können wir das schon lange. Das war ich. Habt ihr vielleicht etwas Gold für einen Wett? Natürlich. Wart ihr wirklich in der Armee? Was? Ihr seht jemanden, mit dem es das Schicksal nicht gut gemeint hat? Und glaubt, es sei ihm immer so ergangen? Oh ja. Ich habe im großen Krieg gekämpft. Ich war auf dem Schlachtfeld von Anvil. Ist er blind auf dem linken Auge? Als ich niedergeschlagen wurde, haben sie mich zurückgelassen. Versteht ihr denn nicht? Sie haben mich dem Tod überlassen. Ich bin nicht abgehauen. Wie lautet eure Geschichte, alter Mann? Früher war ich einer der besten Kundschafter der Armee. Ich habe in der Wildnis alle gefährlichen Orte aufgespürt, die uns Probleme bereitet hatten. Ich habe meinen Helm in einer der alten Höhlen verloren. Mein schöner, schöner Helm. Danach ging es mit meinem Leben immer weiter bergab. Ich habe so vieles verloren. Vor allem dein linkes Auge. Was ist, wenn ich deinen Helm für euch suche? Das würdet ihr tun? Ich hätte ihn natürlich sehr gerne wieder. Ich würde euch auch einige meiner Kundschafterkniffe zeigen. Hier, nehmt dein Goldstück. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Jetzt gucken wir. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ah, ein Brief vom Jarl. Auf dem Weg nach oben, wie? Das war's dann wohl. Ich muss los. Ein Brief vom Jarl? Wo ist der denn? Kopfgeld, Kontakt. Hilfe an Cyril, Tagebuch. Brief von Jarl Sigas aus Falkenring? Habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Zero von Arshington. Erlaube mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Sudgir irgendwas. Und ich habe die Ehre, Jarl des stolzen und ehrenwürdigen Stadt Falkenring zu sein. Man hat mir aus ganz Himmelsreich von euren großen Großtaten berichtet. Wenn ihr euch für das Amt der Tane vom Falkenring interessieren könntet, sprecht bei eurem nächsten Besuch in Falkenring doch bitte mit mir. Neben der Ehre, die diesen Titel mit sich bringt, hat ein Tane außerdem Anrecht auf einen eigenen Huskarl. Und ganz unter uns, sollten sich eure Dienste für mich als nützlich erweisen, könnte es durchaus sein, dass eine hervorragende Paarzelle im Falkenring für euch frei wird. Und nur für euch. Ich freue mich schon darauf, euch persönlich kennenzulernen. Ich verbleibe. Ja, als Zutke für Falkenring. Okay. Das habe ich ja noch nie bekommen. Mögen die Göttlichen euch segnen. Erstmal will ich sein Auge angucken. Über den euer Weg euch führt. Er ist tatsächlich blind geworden. Was? Nein, ich will dich nicht abschießen. Ich habe nur dein Auge angeguckt. Nein, tut mir leid. Nicht. Tatsächlich. Das solltet ihr nochmal überdenken. Ihr verpasst da ein paar wunderbare Gelegenheiten. Wisst ihr, der zwinkernde Skeva ist nicht nur die beste Herberge. Ja, ich kenne dich schon. Du hast hier gerade gequatscht, ne? Ihr seid auf der Durchreise durch Einsamkeit? Vielleicht wollt ihr leicht verdientes Gold einstreichen, ja? Woran habt ihr gedacht? Es ist nicht schwer, Dinge zum Verkaufen zu finden. Dinge, die keiner vermisst. Dinge aus dem Untergrund oder die einfach in Häusern herumliegen. Ich wette, dass wir beide uns sehr ähnlich sind. Warum also nicht einen Schritt weiter gehen? Wir können einander helfen. Meine Schwester Deja und ich sind Schatzjäger. Wir sammeln Dinge. Ich bin ganz Ohr. Wusste ich doch, dass ihr nicht auf den Kopf gefallen seid. Wegen des Krieges kommen hier weit mehr Schiffe vorbei. Beladen mit Waffen und Geld, aber nur wenigen Leuten. Und sie durchfahren gefährliche Wasser.
Wir sind an einem dieser Schiffe interessiert. Sein Name ist Eisläufer. Es wird vom Leuchtturm von Einsamkeit geleitet. Aber wenn dessen Feuer erlischt, läuft die Eisläufer auf Grund. Ihr wollt also, dass ich den Leuchtturm zum Erlöschen bringe, oder? Was für ein interessanter Vorschlag. Wenn jemand so etwas tun würde, gäbe es ganz gewiss eine Menge Beute, die man teilen könnte. Ja, wenn jemand das Feuer des Leuchtturms löschen und mich anschließend am Hafen aufsuchen würde, würde ich ihm ganz gewiss sagen, wo diese Beute zu finden ist. Was passiert mit den Seeleuten auf dem Boot? Macht euch um die keine Sorgen. Sie werden bestimmt heil an Land gespült. Vielleicht bezahlen sie uns sogar, wenn wir sie nach ihrem Unglück heldenhaft retten. Ein Schiff auslaufen lassen? Ich sollte euch der Wache übergeben. Tatsächlich? Warum das denn? Aufgrund welchen Verbrechens? Ich habe nur über ein Ereignis geplaudert, das zweifelsohne tragisch wäre. Ein tragisches und sehr, sehr profitables Ereignis. Der ist ziemlich schlau. Am besten sollten wir uns möglichst wenig unterhalten, bis ihr euren Auftrag ausgeführt habt. Okay. So, trotz allem muss ich nochmal die Bierdinger da holen. Wenn ihr in den blauen Palast wollt, solltet ihr eure Kleidung vielleicht noch einmal überdenken. Alter, ist die hässlich. Wenn ihr diese alten Lumpen jemals ersetzen wollt, schaut bei glänzende Gewänder vorbei. Beleidigt ihr immer Leute, wenn ihr sie trefft? Das ist keine Beleidigung, nur eine Feststellung. Wenn ich mit einer Wunde herumlaufen würde, würde ich wollen, dass ihr mir sagt, ich sollte einen Arzt aufsuchen. Was ihr da anhabt, ist so etwas wie eine offene Wunde. Jedenfalls in Sachen Mode. Alter, das ist eine Rüstung. Was stimmt denn mit meiner Kleidung nicht, hä? Das ist eine Rüstung. Gar nichts. Was ihr anhabt, ist sehr nett. Wenn ihr aber etwas mit mehr Stil tragen wollt, dann solltet ihr einmal bei uns im Laden vorbeischauen. Glänzende Gewänder. Wir könnten euch passend ausstaffieren. Und wie soll ich mich für den blauen Palast kleiden? Ihr wollt wirklich in den blauen Palast? Das ist eine gute Gelegenheit. Wenn ihr bereit wäret, eine Garderobe von glänzende Gewänder zu tragen und mit der Jarl zu sprechen, würde ich euch nicht nur dafür bezahlen, sondern ihr könntet die Garderobe auch noch behalten. Das klingt gut, ich mache es. Gut, hier ist die Garderobe. Versucht Elisifs Meinung darüber zu erfahren. Und wenn sie ihr gefällt, dann erwähnt, dass ihr sie von glänzende Gewänder habt. Okay. Objekte, Bekleidung. Talos, bla bla. Diebesgilde. Feinde glänzende Gewänder. Ey, das ist doch für Männer. Naja, gucken wir uns das mal an. Wenn ihr einen Kleiderwechsel braucht. Sieht an mir so scheiße aus. Oh Gott, sieht das scheiße aus. Guckt es euch mal in der Sonne an. Warte, in der Sonne. Sieht so aus, als würde ich zwinkern oder so, warte. Ich will nicht rückwärts laufen. Hallo? Es passt überhaupt gar nicht zum Khajiit. Naja, Auftrag ist Auftrag, ne? Was bist du für ein Heini? Ihr werdet mir helfen. Ihr helft doch den Leuten, oder? So etwas tut ihr doch. Ich helfe Leuten, aber nicht Verrückten. Was braucht ihr? Mein Meister hat mich verlassen. Hat sein Volk verlassen. Und nichts, was ich sage, kann seine Meinung ändern. Nun weigert er sich sogar, mich zu sehen. Er sagt, ich störe seinen Urlaub. Und das schon so viele Jahre lang. Bitte, könnt ihr nicht helfen? Wo ist er denn? Das letzte Mal, als ich ihn sah, besuchte er einen Freund im blauen Palast. Keinen so unbedeutenden wie den Jarl. Oh nein, solche Leute sind unter seiner Würde.
Er ging in den verbotenen Flügel des Palasts, um mit einem alten Freund zu reden. Er sagte, sie hätten schon seit Ewigkeiten keinen Tee mehr zusammengetrunken. Oh, und ihr werdet den Hüftknochen brauchen. Er ist äußerst wichtig. Es ist unmöglich, den Pelagius-Flügel ohne ihn zu betreten. Warum verlasst ihr eure Meister nicht einfach? Ach, ihr versteht es einfach nicht. Ohne ihn wäre ich nicht frei. Ohne ihn bin ich dem Untergang geweiht. Sein ganzes Reich wird im Chaos versinken. Bis zum nächsten Mal. Das ganze Reich wird in Chaos versinken. Bis zum nächsten Mal. nette Ansprache. Okay, Pelagius-Knochen müssen wir auf jeden Fall noch beschaffen, bevor wir das machen. Aber erstmal sprechen wir mit dem Jarl. Oder Großkönigin? Ne, Jarl. Und dann werden wir erstmal hier Blumen klauen. Und dann schauen wir mal weiter, was die zu unserer wunderschönen Kleidung auf unserem Khajiit-Körper sagt. Was vermutlich nicht wirklich gut ist. Es ist eine scheiß Idee gewesen, das Kleid anzuziehen, ganz ehrlich. Ich finde, ein Khajiit und sowas passt einfach nicht. Nee, das passt nicht. Vielleicht, wenn es ein bisschen femininer wäre, aber das ist ja wohl grottig. Grottig! So. Da gehen wir gleich hin. Wie sie sich sofort aufrichten und sich vor ihr hinstellen. Dass aus dieser Höhle unnatürliche Magie heraustritt. Da gibt es seltsame Geräusche und Lichter. Jemand muss der Sache nachgehen. Dann werden wir sofort eine Armee aussenden, um die Höhle auszuräumen und die Stadt zu sichern. Unter meiner Herrschaft werden Eure Hoheit, meine Weissagungen haben für das Gebiet nichts ergeben. Drachenbrügge steht unter kaiserlicher Kontrolle. Das ist wahrscheinlich nur abergläubischer Unsinn. Vielleicht wäre hier eine gemäßigtere Reaktion angebracht? Oh, ja, ihr habt natürlich recht. Falk, tragt Hauptmann Aldes auf, ein paar zusätzliche Soldaten nach Drachenbrücke zu verlegen. Ich danke euch, ja, Ladies. Aber wegen der Höhle. Ich werde auch jemanden damit beauftragen, sich um die Höhle zu kümmern, Barnius. Seid beruhigt. Ihr könnt wegkriegen. Beeilt euch. Ich habe wenig Geduld für banale Belange. Die hat überhaupt keinen Plan, wie man ja lässt. Wenn ihr in geschäftlichen Angelegenheiten hier seid, wendet euch bitte an Falk Feuerbart, meinen Vogt. Die soll Großkönigin werden? Das ist doch ein Witz, ist das? Das ist ein Witz. Mit dem Dahinscheiden meines lieben Mannes Torik ist die gewichtige Position des Jarl an mich gefallen. Bitte richtet Fragen. Habt ihr am Hofe etwas Geschäftliches zu erledigen? Hier ist eine Lieferung von Zerox Vinus. Ach ja, der Rum. Danke. Ich bin bei einem kleinen Abstecher nach Hammerfell auf den Geschmack gekommen. Hier, das ist für euch. Ich danke. 250 Gold, das ist mehr als was ich für einen Auftrag bekommen habe, als ich mein Leben riskiert habe. In gut Goldenglanz. Meine Fresse. Ich habe erfahren, dass ihr Hilfe in einer Wolfschädelhöhle braucht. Meint ihr diese Drachenbrücke-Geschichte? Um ehrlich zu sein, hatte ich nicht vor, die Sache weiter zu verfolgen. Varnius ist immer ein bisschen schreckhaft. Es wird über seltsame Geschehnisse in der Nähe der Wolfsschädelhöhle gemunkelt. Verschwindende Reisende, merkwürdige Lichter. Ich vermute, dahinter stecken wilde Tiere oder vielleicht Banditen. Ich glaube nicht, dass es die Mühe wert wäre, wo wir doch im Krieg sind. Aber wenn ihr die Höhle säubern wollt, sorge ich dafür, dass es sich für euch auszahlt. Das hört sich gut an. Und warum heißt sie Wolfsschädelhöhle? Die Höhle hat eine finstere Geschichte. Vor langer Zeit hat Portema, die Wolfskönigin, sie für ihre Totenbeschwörungsrituale benutzt. Daher kommt der Name. Das war vor über 500 Jahren. Heutzutage ist da unten nicht mehr viel los. Trotzdem denken immer alle, in der Höhle würde es spuken. Okay. Okay, ich muss irgendwie in den Pelagius-Flügel kommen. Auf gar keinen Fall. Dieser Flügel ist schon seit Hunderten von Jahren abgesperrt. Aus gutem Grund.
Es heißt, der Geist von Pelagius, dem Wahnsinnigen, spuke dort noch herum. Ob es dort nun spukt oder nicht, manche Überbleibsel seiner finsteren Herrschaft sollten besser begraben bleiben. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Fragen habt. Der Blaue Palast ist ein offenes Forum. Beeilt euch. Ich habe wenig Geduld für eure Belange. Da läuft sie.